Hallo! Hey, hast du schon gehört? Hey, was denn? Momentan wollen wieder ganz viele Leute Drachenwandel öffnen. Das ist ja schon ein altes Set von 2021. Aber es gibt noch so ein paar Sets aus der Zeit, die man jetzt wieder kaufen kann. Okay, das klingt ja toll. Und weiter? Naja, jetzt hat sich Giga Greevy von Giga La Pastia gedacht, ich kaufe mir mal ein paar von den Dingern und wir gucken mal, ob sich das überhaupt noch lohnt, nur für einen Drachenwandel-Booster diese alten Sets zu kaufen. Ja, Freddy, das habe ich verstanden. Und zieht er da jetzt was Feines? Naja, das ist jetzt die Hoffnung, weil da sind ja viele All-Darts drin und er hat noch keine. Vielleicht kann er ja was ziehen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Na, ich auch. Und ihr hoffentlich auch. Viel Spaß! Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy von Giga La Pastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Hallihallo. Ich grüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also, Belectrovi, das ist heute das Produkt, was ich euch vorstellen möchte. Und es ist kein neues Produkt. Viele von euch kennen es sicherlich schon. Ich habe es sogar auf meinem Kanal bereits vorgestellt, ausgepackt. Und jetzt sitzen wir hier. Und warum? Nur wegen diesem einen Booster. Ja, ganz genau so sieht's aus. Wegen Drachenwandel. Offenbar haben einige Wind davon bekommen, dass es ja vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre, wenn Drachenwandel inzwischen sehr, sehr teuer ist. Und Drachenwandel ist mittlerweile sehr teuer. Dass man doch mal ein paar ältere Sets noch kaufen könnte, die es vielleicht noch günstig gibt, wo Drachenwandel mit dabei ist. Und genau diese Belectro V-Box ist so eine Box. Die habt ihr im Internet noch so für um die 20 Euro tatsächlich bekommen. Englische Boxen natürlich günstiger als die deutschen, aber nichtsdestotrotz ist das eben eine günstige Variante, um an Drachenwandel zu kommen, denn ihr bekommt natürlich auch noch andere schöne Sets. Ihr habt die Promos noch mit dazu, auch wenn ich sagen muss, die hat man dann mehr als einmal und so oft braucht man sie nun weiß Gott nicht. Aber auch gerade viele Content Creator hier auf YouTube, die scheinen da so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen zu sein und haben sich gedacht, Mensch, ich möchte ganz gern noch eine der begehrten Alt-Art-Karten aus Drachenwandel ziehen, wie zum Beispiel Nachtara V-Max oder natürlich auch die Rayquaza V-Max-Karte. Ich bin aber auch großer Freund der anderen Alt-Arts. Ich mag Rayquaza V sehr, Dragoran V natürlich und die sind alle viel, viel Geld wert. Auch die normalen anderen Evolution V-Karten, da müsst ihr schon so, naja, ich sag mal, 70 Euro, 80 Euro hinblättern, irgendwie sowas. Ich blende euch hier bestimmt ein paar Beispielpreise hoffentlich ein. Aber wie gesagt, hier haben wir also eine tolle Auswahl an Boostern. Zweimal strahlende Sterne, da könnt ihr Glurak draus ziehen. In Schaurige Herrschaft die drei legendären Galar-Vögel, auch als Alt-Art. Und das Prunkstück hier, Drachenwandel. Drachenwandel hat so ein bisschen einen ganz schlechten Ruf in der Community, weil die Pull-Rate so miserabel sein soll. Jetzt haben aber einige, die auch im Handel mit dem ganzen Zeug tätig sind, gesagt, naja, also die Pull-Rate ist eigentlich gar nicht so krass anders als bei anderen Sets, aber irgendwie ist das so hängen geblieben, dass man so selten was draus zieht, weil natürlich vor allem die Alt-Arts so begehrt sind und die zu ziehen in der Schwert- und Schild-Ära, das ist wirklich nicht so leicht. Gehen wir also rein in unser erstes Booster, Wasserenergie. Und vielleicht ziehen wir sogar hier aus dieser ersten Belectro-Box einen Hit. Ich habe mir drei gekauft. Die liegen schon eine ganze Weile jetzt bei mir rum. Ich habe eine Weile gewartet, ehe ich hier mal diese Boxen auspacke. Und ich sag mal so, je nachdem, wenn wir jetzt was ganz Krasses ziehen sollten, dann muss ich ja nicht alle drei auspacken. Da machen wir vielleicht nur zwei heute aus. Wenn wir gar nichts ziehen, dann werden alle drei heute geöffnet, das ist klar. So, und wir fangen auf jeden Fall auch schon mal gut an hier. First Pack Luck ist angesagt. Gloria als Full Art Karte und zwar als Trainer Gallery Karte. Okay, das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Damit habe ich jetzt weiß Gott nicht gerechnet, aber das ist eine sehr, sehr schöne Unterstützer-Full-Art-Karte, die ich allerdings schon habe. Deswegen nützt sie mir für die Sammlung nur bedingt was, aber ich sammle ja generell die Unterstützer-Full-Arts, von daher sehr schöner, solider Auftakt. Und wir haben die Chance auf einen Doppelhit, ihr Lieben. Immer dran denken, das war nur der Reverse-Dot. Was haben wir noch? Eine Befehl vom Boss Holo-Karte, die kann man auch mitnehmen. Ist spielstark, kann man immer noch gut benutzen. Und ich sag mal so, als Auftaktbooster war das schon echt gut. Aber vielleicht bekommen wir ja sogar noch mehr. Wie gesagt, wir haben in jedem Set die Chance auf tolle Alt-Arts. Das muss man so ganz klar sagen. Deswegen gehen wir direkt hier weiter rein. Und ich sage Unlichtenergie.
Aber jetzt kommt natürlich Wasser, ist klar. Vazi, Frobaila, Brimano und Frobal. Wir haben ja richtig schöne Artworks dabei in diesem Set. Haben wir aber auch schon sehr oft, glaube ich, auf meinem Kanal geöffnet. Dann haben wir Ramoth als seltene Reverse Holo. Und zweiter Hit des Tages, Fragezeichen. Zweiter Hit des Tages, jawohl, so sieht's aus. Galar Lasho King V-Max. Und die Karte habe ich noch nicht. Sehr, sehr nice, da freue ich mich. Die V-Max-Karten, die haben wir ja jetzt nicht mehr in der Karmesin und Purpur-Ära. Die wurden ja ausgetauscht mit den Terra-Pokémon. Aber sehr cool, dass wir hier jetzt wieder ein paar V-Max-Pokémon sehen können. Galar Lasho King mit der Dyna-Vergiftung. 10 Schaden und das aktive Pokémon des Gegners ist vergiftet. Man legt allerdings beim Pokémon-Check 12 Schadensmarken anstelle von einer auf jenes Pokémon. Kann man leider nicht mehr spielen, ist ja aus der Rotation jetzt oder mit der Rotation rausgeflogen, ist also nicht mehr legal spielbar bei offiziellen Turnieren, im Standardformat zumindest. Aber der zweite Hit im zweiten Booster, also die Box, legt schon gut vor. Der einzige Nachteil, ich wage fast zu bezweifeln, dass wir in dem Drachenwandel-Booster entsprechend noch einen Hit haben werden. Also werden wir wahrscheinlich Minimum noch eine Box öffnen, ihr Lieben. Ich sage Feuerenergie. Komm, vielleicht kriegen wir ja Glurak als Rainbow-Karte oder so. Doppel-Turbo-Energie mit einem sehr schlechten Centering, kann aber gut gespielt werden. Auch jetzt im aktuellen Lugia-Vista-Deck, was ja nochmal eine kleine Renaissance erlebt durch Pico Chilla und Chillabell, genau. Oh wei, okay, leider hier nix. Und nur Illevoltech, eine Regular Rare. Kein Hit hier im zweiten strahlende Sterne Booster. Und jetzt geht's los, ihr Lieben. Was meint ihr denn überhaupt? Meint ihr, wir ziehen heute aus den Drachenwandel-Boostern einen Hit? Meint ihr, das lohnt sich, in diese alten Sets zu investieren? Es gibt ja auch noch die Tin-Boxen zum Beispiel mit Hisui Silvaro Atmurai und Hisui Tornupto. Die findet ihr ab und an mal auch bei Rossmann. Da kommen immer mal so ein paar kleine Restocks. Oder sagt ihr, ach komm, wegen dieses einen Boosters und dann zieht man sowieso nichts draus, dann lieber in neue Sets investieren. Schreibt es mir mal in die Kommentare und lasst jetzt schon mal gern einen Like und ein Abo da, falls ihr hier ganz neu eingeschaltet habt und noch kein Abonnement seid. Da würde ich mich auch sehr freuen. Herzlich willkommen an Bord. So, jetzt gehen wir aber rein hier in Drachenwandel und ich sage Elektroenergie. Komm, aber es ist Wasser. Auch Glaciola zum Beispiel. Glaciola als Altart. Da hätte ich schon echt Bock drauf. Ich habe noch keine einzige Altart selber gezogen aus Drachenwandel. Es wird also auch mal irgendwann Zeit. Wir haben aber auch nie Displays geöffnet oder so. Das muss man fairerweise dazu sagen. Kindwurm und schnell gemacht. Nee, das war klar. Fiyaro. Nur eine Regular Rare. Schade. Aber hey, es war das erste, die erste Box mit 2 schönen Hits. Von daher guter Auftakt. Jetzt brauchen wir noch was aus Drachenwandel. Ab geht's in die zweite Box. So, da haben wir wieder die Belectro XXL-Karte. Da kann ich meine Wand jetzt auch mit tapezieren. So schlimm ist es jetzt ja bei mir noch nicht, ne? Das muss man auch dazu sagen. Glurak. Boah, wenn wir da nochmal was ziehen könnten, das wäre schon schön. Und deswegen gehen wir nochmal rein mit der Feuerenergie. Warum denn nicht? Ah, jetzt ist es Unlicht. Okay. Vielleicht auch noch eine andere schöne Trainer Gallery-Karte, die ich vielleicht noch nicht gezogen habe. Ich weiß gar nicht mal, was mir da noch fehlt. Ich glaube, ich habe so viel strahlende Sterne geöffnet, dass sogar ein Masterset möglich wäre. Vielleicht jetzt noch mit einer schönen Trainer Gallery. Nee, doppelte Turbo und ein Karpilz. Das habe ich schon sehr oft gezogen. Das weiß ich in- und auswendig. Aber wir bleiben bei der Reihenfolge, Leute. Wir gehen rein in schaurige Herrschaft. Mit einer Wasserenergie. Auch hier würde ich natürlich mich über eine Allard freuen. Gar keine Frage. Deswegen ist, glaube ich, die Box auch so... Okay. Deswegen ist die Box, glaube ich, auch so cool, weil du eben so viele schöne Sets aus Schwert und Schild bekommst. Schaurige Herrschaft, strahlende Sterne, das sind beides Top-Sets. Und dann noch Drachenwandel dazu. Und vielleicht unser erster Hit aus dieser Box. Ja, haben wir sogar! Galar Lavados V! Sehr, sehr nice. Ist zwar jetzt nicht sehr wertvoll und hier oben hat die Karte auch irgendwas beim Rausstanzen abbekommen. Centering sieht jetzt auch nicht so prima aus, aber ey, Hit ist Hit, den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Auch wenn wir sie natürlich bereits haben. Ich glaube, da gab es auch eine Promokarte davon, wenn mich nicht alles täuscht. Und davon wäre die Altart natürlich phänomenal, sind wir mal ehrlich. Die sieht schon wirklich bombastisch aus. Aber gut, sei es drum. Ich habe mir, glaube ich, Zapdos irgendwann mal für 40 € oder so gekauft. Das ist natürlich schon echt krass für
eine Einzelkarte, aber ich liebe Zapdos und da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt schon 3 Hits gezogen. Das ist, finde ich, vollkommen okay für 12 Booster, die es ja insgesamt wären. Das heißt, ich würde fast sagen, eine dritte Box müssen wir heute gar nicht mehr öffnen. Elektroenergie. Ach Mist. Es sei denn, ihr sagt jetzt unbedingt in den Kommentaren, doch, alles muss immer ausgepackt werden, let's go. Dann kann ich mir das für die Zukunft mal so merken. Ich dachte mir halt nur, ey, dann behältst du mal noch eine, die können wir vielleicht mal in einem Short öffnen oder in einem Livestream. Das wäre ja auch nicht verkehrt. So, jetzt kommt die Reverse-Karte. Jetzt könnte ein Hit dabei sein. Eine schöne Trainer Gallery. Nee, das ist doch Klick-Klack. Und dahinter irgendwas. Das ist Kavalanzas, das ist kein Hit. Das war nix. Aber das könnte ja ein gutes Zeichen sein. Leute, da haben wir's. Nach Tara, da ist es drauf. Ist es auch drin? Das finden wir jetzt einfach mal heraus. Ich fände es gigantisch. Ich fände es wirklich wunderschön. Centering sieht schon mal okay aus, soweit von hinten. Unlichtenergie. Wir gehen mal volles Risiko. Aber es ist Stahl. Und es gibt, glaube ich, keinen Stahl-Pokémon als Ordart hier in dem Set. Lantern und Dartignis. Hypno mit seinem Eminem-Background. Sieht immer aus wie so ein MC-Album-Cover. Cortini. Kanivana, ein Knete-Irbis von Yukamori, Kapuno, die Spannung steigt so ein bisschen, Leute, Dartignis und, ey, immerhin ein Hit hier, aus Drachenwandel, jawoll, Felinarabi, das ist ein Hit aus Drachenwandel, Leute, das lasse ich mir gar nicht schlecht reden, freue ich mich sehr, es ist keine Ordart, natürlich, es ist nicht mal eine Full Art oder so, auch klar. Aber wir haben eine Evolution, wir haben das süße Felinarabi hier aus dem Drachenwandel-Booster. Und damit, übrigens auch aus dieser Box hier, 2 Hits gelandet. Also aus 8 Boostern, 4 Hits. Das schmeckt. Für die Schwert- und Schild-Ära ist das schon echt super. Also von daher würde ich sagen, lassen wir es das für heute gut sein. Ich wollte euch ja auch nur darauf aufmerksam machen, dass ihr diese alten Sets theoretisch noch finden könnt. Wie gesagt, diese Tinboxen, die ich euch auch schon mal gezeigt hatte, die gibt es hier und da mal noch. Die tauchen immer mal mit auf und im Online-Handel, da ploppen die dann auch mal auf Englisch auf oder so. Die kriegt man noch für einen halbwegs vernünftigen Preis, meistens jetzt so zur unverbindlichen Preisempfehlung, wo der manch einer ja sagt, viel zu teuer, aber hey, das ist halt die unverbindliche Preisempfehlung. Die Frage ist, lohnt es sich dafür, also nur für Drachenwandel, diese Dinger noch zu kaufen oder sagt ihr, nee, ach komm, ist vorbei. Wer jetzt nichts mehr hat, der hat Pech gehabt. Ich hätte zumindest von Drachenwandel auch noch was da, habe ich mich aber noch nie rangetraut. Könnte man auch mal überlegen für die Zukunft als deine Special. Ach, apropos 10K-Special, keine Sorge, das ist in der Mache. Also, alles beruflich gerade ein bisschen stressig, dass wir das mal hier von der Seite auch transparent geklärt haben. Aber schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen und dann sehe ich euch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGreevy von Gigalabastia. Ciao, ciao.